Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Der Weihnachtsmann steht vor der Tür, milde Gaben, frohe Sänger und zum Heiligabend die ganze Familie beisammen. Guten Morgen, das Weihnachtsfest. Die meisten von uns werden diese Phrasen, die ich genannt habe, mit positiven Assoziationen in ihren Köpfen belegt haben. Ich bin seit 4 Jahren aus dem Kram ausgestiegen und möchte euch heute vorstellen, warum und euch damit die Möglichkeit geben, eine bewusste Entscheidung zu treffen, euch eine Alternative anzubieten. Auch wenn sich das Gerücht hält, dass Coca-Cola den Weihnachtsmann erfunden hat, was falsch ist, das Unternehmen hat diese Figur einfach nur maßgeblich in den Köpfen der Menschen geprägt, ist das Fest trotzdem ein Fest des Konsums und auch ein Fest der Liebe und des Christentums. Uns ist heute der Heiland geboren. Viele Kirchengänger wird es dabei sofort warm ums Herz und sie erinnern sich an die vielen schönen Weihnachtsabende in der Kirche mit anschließendem familiären gemeinsamen Beisammensein im Kreise der Lieben. Ob nun religiös oder man nicht religiös ist, Weihnachten wird oft als Fest der Liebe bezeichnet. Warum gerade in dieser Zeit? Warum nicht die geistige und körperliche Liebe zu jedem einzelnen Tag des Lebens zelebrieren? Oder von mir aus, dann wenn man es intrinsisch besonders stark fühlt. Was passiert denn da sonst noch alles zu Weihnachten? Man lässt einen Baum, der für das Klima unserer Erde essentiell ist, fällen, um ihn dann nach Weihnachten wieder von der Müllabfuhr abholen zu lassen. Oder man nutzt einen Kunststoffbaum, der bei der Entsorgung oft giftige Stoffe in den Boden absondert. Mal ganz davon betrachtet von diesen billigen Asiabäumen, wo Menschen ausgebeutet werden. Ne? Was noch? Man kauft zwanghaft, also nicht weil jemand etwas braucht, sondern weil Weihnachten ist. Für andere Menschen Dinge. Weil jeder muss etwas bekommen. Das haben wir so gelernt. Ne? Genau. Und man muss sich da auch drüber freuen, wenn man was bekommt. Egal ob man es nicht braucht. Und umso weiter der Geschenkekreis ist, also angefangen vom Partner, Familie, Freunde bis hin zu Arbeitskollegen und noch darüber hinaus, umso weniger sinnvoller werden meist die Geschenke. Aber sie müssen trotzdem gekauft werden. Dieser Prozess des Kaufens, des Konsums ist ähnlich wie bei der Liebe zu der Zeit des Weihnachtens eben besonders intensiv. Und darüber freuen sich natürlich auch die Läden, die Menschen, die Dinge anbieten zu kaufen. Und die Unternehmen kultivieren natürlich auch diesen Konsum und nutzen die gesamte Bandbreite der marketingtechnischen Manipulationsinstrumente, um zum Erhalt dieser Weihnachtstradition des Kaufens beizutragen. Siehe da eben auch Coca-Cola. Als ein Mensch mit gesundem Menschenverstand kann man da nur den Kopf schütteln und beobachten, wie Heerscharen mit Beutel unterm Arm durch das Stadtzentrum hetzen. Wenn man etwas benötigt, dann kauft man es. Wenn nicht, dann nicht. Warum warten bis Weihnachten ist? Und Weihnachten selber mit seinen Pyramiden und Weihnachtssternen und das ganze Zeug, was da existiert, ist ja selber auch nochmal ein sich selbst nähernder Konsumkreislauf. Die einzige Antwort, die irgendwo noch Sinn macht, ist: Christian, die Tradition. Das fühlt sich einfach gut an. Klar fühlt sich das gut an. Wir sind ja darauf konditioniert worden. Wenn ein Kämpfer des islamischen Staates einen Ungläubigen die Rübe absägt, weil er den Koran nicht lesen kann, dann fühlt sich das auch gut an. Denn gut anfühlen sind einfach Hormone, die ausgeschüttet werden. Vor allem dann immer besonders positiv empfunden werden, wenn man etwas gewohnt ist, wenn wir etwas kennen. Das bezeichnen wir dann in unserem Geist oft als gut. Siehe dazu auch das Video zu neuronalen Netzen oben im Infokarten. Ein bewusstes Leben heißt die Dinge zu hinterfragen, die man tut. Warum soll ich die Liebe zu Freunden oder zu der Familie genau in dieser Zeit zelebrieren? Warum den Konsum unabhängig vom Zweck genau in dieser Zeit stattfinden lassen? Das macht überhaupt keinen rationalen Sinn. Genauso wie der Fleischkonsum ist das Feiern des Weihnachtsfestes einfach nur eine traditionelle Wohlfühlzone ohne wirklichen Sinn. Eine Komfortzone, in der wir uns wohlfühlen. Und dabei ist es egal, ob das sinnvoll für die Natur und damit uns ist oder nicht. Wir fühlen uns wohl, da bleiben wir. Geistige Trägheit, Faulheit, Unbewusstheit. Und die Komfortzone, die kann durchaus aktiv sein. Ich denke da sofort an die Putzfanatiker, die täglich jeden Krümel auflesen und denen es nicht reicht, einmal die Woche klar Schiff zu machen. Und das Abstruse daran ist, und das konnten wir ja vor kurzem in dem Video zur Sauberkeit mit Hannah feststellen, dass diejenigen Menschen sogar
den Menschen, die mit klarem Menschenverstand zum Beispiel einmal die Woche sauber machen, was vollkommen ausreichend ist, ja, das ist eine Provokation, dann ihrerseits Faulheit unterstellen. So, das muss jetzt mal raus. Also, daran erkennt ihr, wenn der Mensch sich einmal wohlfühlt in seinem Leben, egal ob das jetzt so was Passives ist oder was Aktives, aber wenn er so eine Komfortzone erreicht hat. Da kommt er dann nicht so einfach raus und sucht dann händeringend und Argumente herbeizaubernde Argumenten, um seine Komfortzone zu verteidigen. Auch wenn diese offensichtlich ihre eigene geistige Gesundheit radikal beschneiden. Da ist Weihnachten mit dem Stress einer der Hauptkatalysatoren von schweren Krankheiten. Da sind Verschwörungstheorien, die den Geist nachhaltig einengen und Ängste kultivieren. Oder da ist eben auch der Fleischkonsum mit den entsprechenden gesundheitlichen Folgen. Ich stelle mir gerade das absolute Horrorszenario eines bewussten Menschen vor. Es werden unterm Weihnachtsbaum möglichst viele Geschenke ausgepackt, die man für alle gekauft hat, am besten noch alle mit viel Verpackung und Schleifchen. Dann setzt man sich um einen Tisch und isst gemeinsam einen schönen Rinderbraten, um dann darüber im Kreise der Familie zu philosophieren, wie die Wirtschaft doch uns alle manipuliert. Was für Opfer. Ich muss das so krass sagen, es ist wirklich eine absolute Opferhaltung. Was für ein Kreislauf. Das ist, das, wenn man das einmal erkannt hat und man sieht dieses Szenario, dann sagt man, hallo, aufwachen. Was für ein tragisches Bild, das sich in Millionen von deutschen Haushalten und weltweit abspielt. Die Menschen beschweren sich über die Manipulation der Wirtschaft und sie kaufen und verpacken trotzdem immer weiter. Sie leiden unter ihren Ängsten und gesundheitlichen Problemen und essen Fleisch und konsumieren damit biochemisch betrachtet hormonell das Leid oder spirituell betrachtet energetisch. Das Leid des Quälens und des Mordens von diesem fühlenden Lebewesen. Je nachdem, ob man wissenschaftlich, spirituell, überall kommt man zum selben, wenn man bewusst wird. Überall, wenn man bewusst wird, dann kann man nur den Kopf schütteln, wenn man diese Menschen sieht, wie sie da agieren. Und ja, wenn ich so ein Szenario vor mir sehe, dann ist mein Mund offen und ich frage mich, wie unbewusst und träge. Ja, muss man leben, um ein Weihnachtsfest derartig unbewusst gestalten zu können. Ich finde, ein erster Schritt muss das erstmal sein, sich der Dinge bewusst zu werden. Der Manipulation, der Tradition und das daraus abgeleitete Wohlgefühl. Dann verschwindet erstmal das Dümmste, weil eigentlich offensichtlichste unter all diesen Unbewusstheiten, die ich jetzt geschildert habe. Das ist die Kultivierung der Angst und der Opferhaltung. Durch zum Beispiel Theorienbildung, wie wenig man eigentlich tun kann und bla 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 bla. Das ist eigentlich der größte Unsinn im Geiste überhaupt. Im zweiten Schritt kann man dann bei der Ernährung auch mal Alternativen einfließen lassen. Ne? Und eventuell dann beim Fest der Liebe auch diese Liebe auf alle Lebewesen übertragen und ja, vielleicht rein pflanzlich peilen oder etwas pflanzlicher. Peacefood eben. Und dann kann man diese sinnlose Ressourcenverschwendung Stück für Stück eindämmen, also auf einen Baum verzichten. Das ganze Lametta gleich mit, Holzdekoration und den Weihnachtsstern, alles weg. Beziehungsweise wenn man sowas noch hat, dann kann man es natürlich abnutzen, bis es irgendwann auseinanderfällt. Am Ende dann ja, diese ganzen Verpackungen und ja, die Geschenke gleich am besten mit weglassen. Das klingt gut. Aber was ist denn da noch Weihnachten, fragt sich der ein oder andere von euch dann. Was ist denn da noch Weihnachten, wenn all dieser sinnlose Müll, diese Ressourcenverschwendung und die Kultivierung der Ängste nicht mehr da ist? Das ist doch das, was uns das Weihnachtsfest so schön macht. Ja, wir bezeichnen das als Geborgenheit und Liebe, weil wir nicht bewusst die Dinge als das sehen, was sie sind. Aber das Selbstbelügen, das fühlt sich einfach schön an. Das schöne Weihnachtsfest. Mich dünkt, der ein oder andere Weihnachtsjunkie kommt jetzt gerade so an seine Schmerzgrenze und da will ich das Video mal hier an dieser Stelle beenden. Ich wünsche euch alle ein frohes Weihnachtsfest.